Einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch recht herzlich. Ja, ich möchte gerne heute das dritte Vorstellungsvideo von unserer Welt erstellen. Und freue mich, wenn ihr uns begleitet, wenn ihr euch unsere Welt anschaut, wenn ihr das toll findet, was wir machen. Lasst einen Daumen hoch, abonniert mich, wenn ihr da Lust drauf habt, mehr zu sehen. Und ja, ich werde das zwar auch nebenbei twitchen, und aber ich denke mal, dass ich halt wieder halt das so mache, weil ich finde das ganz cool so. Das klappt eigentlich ganz gut mit der Kamera. Die Qualität gefällt mir eigentlich auch ganz gut, was das angeht. Und ja, also wie gesagt, heute wollte ich halt noch euch die Welt präsentieren, den Rest. Und morgen machen wir ein kleines Fangspiel mit meinem Sohn, mit dem Jüngsten. Und versuchen ihn halt ein bisschen durch unsere Familienwelt zu jagen. Und ich hoffe, dass ihr euch das Video halt auch anguckt. Das wird auf jeden Fall richtig geil und Spaß machen. Und mein großer Sohn wird auch dabei sein. Und wir haben das halt so vor, dass wir halt an einem bestimmten Punkt halt starten mit ihm. Und Entschuldigung. Und dass wir dann halt er einen kleinen Vorsprung bekommt. Und er muss halt quasi halt woanders hinkommen, darf halt nicht von uns erwischt werden, getötet werden. Und unterwegs muss er halt noch drei Kisten suchen, und die Sachen, die da drin sind, muss er halt mitnehmen. Und dann halt zum Endpunkt gelangen, ohne dass wir ihn halt erwischen. Und wenn er da angekommen ist oder was und hat die drei Sachen aus den Kisten geholt, hat er quasi gewonnen. Und das wollen wir halt morgen mal antesten, wie gesagt, ob das funktioniert. Es gibt halt im Internet halt diverse mega, mega tolle Spieler, die halt sowas ähnliches machen. Und wie gesagt, da halt sich jagen lassen und versuchen, den Enderdrachen zu töten. Und wahnsinnig auch erfolgreich damit sind. Und aber auch mega geile Minecraft-Spieler sind, was das angeht. Und da ist dann halt einer, der versucht dann halt, den Enderdrachen zu töten, und die anderen versuchen, ihn aufzuhalten. Ist richtig toll. Und ja, sowas ähnliches wollen wir halt jetzt auch machen. Mein Sohn möchte halt ja auch, wie gesagt, mit YouTube nächstes Jahr anfangen. Und er spielt halt auch schon sehr intensiv Minecraft. Und von daher habe ich mir gedacht, als Papa oder was, komm, versuchen wir mal den Zwockel halt auch ein bisschen zu kriegen und zu fangen und so. Und soll ja auch Spaß machen. Aber ich denke mal, das wird ganz lustig werden. So, in diesem Sinne, wie gesagt, werde ich das jetzt gleich starten, die Minecraft-Welt. Und ich muss noch mal einmal kurz aufs Töpfchen, und dann geht das los. Bis gleich! So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ich muss jetzt eben noch ein bisschen was einstellen hier, und dann geht das gleich los mit unserer Familienwelt. So, weil ich halt nebenbei halt, wollte ich halt den Stream laufen lassen. Ich habe zwar jetzt auch noch keine Capture Card, aber ich werde den einfach mal mit anmachen. Und schauen wir das dann halt hinterher an, wie gesagt, wie das aussieht, weil halt das Video jetzt, also der Livestream auch, das Video halt gespeichert wird. Und aber wie gesagt, ich mache es halt trotzdem hier noch mit dem Handy und gucke mir das dann halt an. Und dementsprechend werde ich bei YouTube auf jeden Fall jetzt das von der Handykamera halt dann hochladen. Aber mit dem Twitch, das werde ich halt nebenbei mir anschauen, weil ich das halt auch ein bisschen machen wollte. Und jetzt hier die Verbindung nochmal schauen, ob das alles ausreicht, ob das soweit okay ist. Bild müsste eigentlich auch passen. Und dann kann es gleich losgehen. Ja, ich hoffe, ihr habt die anderen beiden auch gesehen, die Familienweltvorstellung. Und dass ihr da schon auf dem Laufenden seid. Ansonsten guckt sie euch erstmal noch an. Die Reihenfolge ist eigentlich jetzt eigentlich nicht so wichtig, aber dass ihr da halt auch seht, was wir da machen und treiben und so und gebaut haben. Und ja, okay, so, das müsste eigentlich alles soweit jetzt passen. Denke ich mal, hoffe ich mal. Und so, dann starte ich jetzt einfach mal den Stream. Ich starte ihn jetzt einfach mal. Und gehe jetzt auf das Spiel. Und da müsste das gleich losgehen. Ich gucke eben nochmal hier am Laptop, das seht ihr jetzt gerade nicht, wegen den Einstellungen. Guck
gucke ich nochmal, alles klar. Das scheint auf jeden Fall auch zu laufen. Und Kamera läuft auch, wie gesagt, für die Streamaufnahme. Und ja, okay, alles klar. Fangen wir mal an. Das ist auf jeden Fall nochmal die falsche Welt. Einen Moment. Bin sofort wieder da. So, alles klar, da bin ich wieder. Ich musste meinem Sohnemann eben nochmal Bescheid sagen, dass er unsere Welt nochmal startet, weil er nebenbei halt auf dem PC am Zocken ist. Okay, auf geht's. Dann gucken wir mal. So, meine Freunde, ich bin immer noch im Dschungel. Das hatte ich euch ja auch schon gezeigt, wie gesagt, mein Dschungelbaum. Im letzten Video hatte ich den euch schon ausgiebig vorgestellt. Ist ein Megateil. Wie ihr seht, wie gesagt, da oben geht es noch hoch. Und hier habe ich dann halt auch überall versucht, Äste zu machen mit Ranken und allem Zeug. Und ich gehe mal einfach mal auf so einen Ast drauf und zeige euch das mal ein bisschen. So, mal hier hoch. Aufpassen, nicht, dass hier irgendwo ein Creeper rumläuft wieder. Und der mir mal einen Ast wegsprengt. So, so sieht das aus. Guckt euch das an, cool, ne? Also verschiedene Etagen halt. Hier oben halt ein Dorf reingebaut in den Baum. Fand ich einfach richtig klasse. Und ja. So gefällt mir der Baum eigentlich auch schon recht gut. Kann man noch das eine oder andere verändern. So, hier auch mit der Schiene halt, wie gesagt. Jetzt begeben wir uns mal auf eine andere Etage. Moment, mal gucken. Mal schauen, wo ich hier gelandet bin. Noch eine runter. Genau. Das war so die erste Etage, die ich halt von dem Baum erstellt habe. Ja, das sieht schwer nach einem Enderman aus. Eindeutig, dass hier wieder Grasblöcke fehlen. Genau. Aber ich hatte sogar einen Panda-Bären hier oben. Ich weiß gar nicht, wo der gerade ist. Oder hat er sich weggespawnt? Das wäre natürlich schade, er war die ganze Zeit da. Ja, hier geht es halt zum Dschungelhaus zurück. Da fahren wir auch gleich dann zurück, damit ich euch die anderen Sachen noch zeigen kann. So, und was das Spiel, das Fangspiel angeht, so werde ich dann halt hier oben, ganz oben ist ein Bett. Und da muss halt unser Sohnemann morgen hinkommen, bevor wir ihn kriegen. Und das wird dann seine Aufgabe sein. Aber der Startpunkt wird halt auf der anderen Seite von unserer Welt sein. Da haben wir ein Wüstenhaus und da werden wir dann starten. Und er muss dann halt zusehen, dass er da irgendwie hinkommt. Und wie gesagt, ich, meine Frau und unser großer Sohn, wie gesagt, wir versuchen ihn halt daran zu hindern. Und das wird bestimmt ganz lustig werden. So, hier kann man auch noch außen lang gehen. Überall halt habe ich die ganzen Äste noch dran geschustert. Okay. Diese Außenansicht von dem Baum hat. So. Oh, Creeper. Hier müsste ich auch noch so andere Dingsstufen einbauen. Upsa. So.
und fort mit dir. Oh, boah. Aber ihr kennt das ja, wie gesagt, auch, ne? Ihr seid gerade beschäftigt, am Machen, am Tun und dann hört ihr auf einmal nur hinter euch so ein Zischen und dann fliegt euch alles um die Ohren. Oh. Immer wieder schön. Immer wieder schön. So. Genau. Patsch. So, jetzt ist das ist halt hier genau im Baum halt, wie gesagt. Ja, mein Dschungelbaum ist halt hohl. Und ja. Und wie gesagt, so sieht das halt aus. Jetzt habe ich hier hinten noch ein Dings reingebaut. Ein Netherportal. Upsa. Upsa. Das war eigentlich nicht für mich gedacht, sondern für Eindringlinge, dass die da halt hier runtergesaugt werden durch diese, durch die Steine halt hier, durch die Blöcke. Ja, funktioniert halt auch für mich. Genau. So. Ja, machen wir mal hier ein bisschen leiser. Dschungel, Dschungel. Dschungel, Dschungel. Okay, alles klar. Dann fahren wir mal. So, ich habe auch schon hier in meinem Inventar die drei Kisten, die ich aufstellen werde. Und halt diese weißen Glasblöcke, die packe ich da halt rein. Und dann kommt noch eine Lederrüstung rein. Das mache ich dann aber noch separat halt fertig. Die kann er dann halt anziehen, damit er halt ein bisschen gegen uns geschützt ist. Und er halt nicht sofort umgehauen wird. Dass er halt auch ein bisschen mehr eine Chance hat, sein Ziel zu erreichen. Obwohl, also wie gesagt, mein großer Sohn, der vor ihm muss er eigentlich am meisten halt aufpassen, dass er nicht gefangen wird. Wie gesagt, also ich bin eigentlich auch relativ gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der hat es schon drauf, was mein Kopf angeht. So, okay. Genau. Dann fahren wir mal wieder zurück, um euch die anderen Sachen noch zu zeigen. Das ist das Dschungelhaus. Wie gesagt, da hinten ist der Baum. Und dann fahren wir mal wieder in die andere Richtung. Ich gucke mir das auch gerade hier auf dem Laptop an, halt so den Livestream. Und ja, scheint zu laufen. Zuschauer habe ich sogar. Kann ich mal in die Kamera winken. Ihr seht das jetzt halt nicht, wie gesagt. Also wenn ihr die anderen beiden Videos auch schon gesehen habt, wisst ihr auch, dass ich halt also unsere Checkpoints oder unsere Sachen, die wir gebaut haben, alle mit Schienen verbunden habe. Das macht mir richtig Spaß. Und weil ich ganz gerne halt durch die Weltdüse halt rumfahre und das ist schon richtig, richtig cool. So. Da ich ja jetzt auch erstmal am Anfang stehe, hier mit meinem Stream und mit meinem YouTube-Kanal, wie gesagt, ich freue mich über jeden Kommentar halt, was zockt ihr? Zockt ihr auch Minecraft? Und was macht ihr da genau? Spielt ihr nur online gegen andere? Habt ihr auch eine eigene Welt, wo ihr nur am Bauen seid? Kreativmodus, würde mich wahnsinnig interessieren.
Wenn ihr das, wenn euch das gefällt, was ich hier mache, wie gesagt, denkt an den Daumen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ne, dass das auch alles so ein bisschen natürlich auch Sinn ergibt. Und ich halt andere Zocker halt damit halt auch eine Freude machen kann oder dass sie mir halt folgen und sich das gerne angucken. So, jetzt ist das Problem, guckt euch das an, was ich auch schon angesprochen habe. Das ist, mein Sohn ist jetzt halt oben am PC noch am Spielen und wenn halt seine Figur, also diese Welt hat er halt erstellt über die Xbox. So, und das Problem ist jetzt einfach, wenn er nichts macht oder was, wie gesagt, dann dauert es nicht lange und ich habe halt dann das Problem, dass alles nur noch am Ruckeln ist. Und auch die Tiere, die Dorfbewohner alle nur noch am Längen sind. Komischerweise, wenn ich jetzt hier normal laufe, ist das kein Problem. Aber ihr seht, wie gesagt, das ist halt hier, das ist, also wenn ich jetzt, wenn jetzt der Junge nicht da ist oder wie auch immer und ich sitze hier unten, möchte ein bisschen unsere Familienwelt spielen, dann brauche ich gar nicht mit der Lore fahren. Ihr seht, das ist am Ploggen wie verrückt und es liegt definitiv nicht an der Leitung, nicht am Netzwerk, nicht an den Konsolen. Einfach, es ist einfach dem geschuldet wahrscheinlich halt, dass er halt das Spiel erstellt hat und jetzt gerade inaktiv ist und ich quasi darunter leiden muss, wie ihr seht. So, deswegen werde ich jetzt, ich denke mal, meine Frau hat das schon mitbekommen, dass sie mal einmal ihm da oben sagt, er soll mal die Figur bewegen. Eigentlich hatte ich auch gesagt, er soll in 10 Minuten halt dann auch ein bisschen spielen und dann ist das auch nicht kein Problem mehr. So, hier ist ja unser erstes Strandhaus, wo ich halt auch schon dran vorbei bin. Und von hier aus wollte ich jetzt erstmal weiterfahren. Und zwar auch überall mit Schildern dran hier zum zweiten und dritten Strandhaus, Nebendörfer. So, und da fahren wir jetzt erstmal hin, weil... Moment, ja, es ruckelt noch. Jetzt müsste es eigentlich gleich wieder besser werden. Ja, genau, jetzt hat er oben halt seine Figur bewegt und jetzt zack, jetzt läuft es wieder. Wie ihr seht. So. Auf geht's zum zweiten Strandhaus. Und da wollte ich halt dann hier eine Kiste hinmachen. Und einen so einen Glasblock reinpacken. Und das ist auf jeden Fall dann die dritte Kiste oder eine von den Kisten, wo er halt den Glasblock rausholen muss. Und dann muss er halt damit zum Dschungel. Ganz nach oben und wenn er das geschafft hat, ohne dass wir ihn halt vorher kriegen, dann hat er quasi das Fangspiel gewonnen. Keine Ahnung, wie lange das dauern wird morgen, aber macht ja auch nichts. Am Wochenende spielen wir meistens sowieso immer ein, zwei Stunden zusammen in unserer Familienwelt und von daher, wie gesagt, der Große hat auch Zeit morgen und dann werden wir das zusammen machen und das wird auf jeden Fall lustig werden. So, ich weiß jetzt nicht, was meine Frau gleich noch vorhat, aber wenn sie noch nach oben geht, dann kann mein Sohnemann ihr dabei helfen oder was, oder dass sie beide Figuren schon mal zum Wüstenhaus, dass ihr euch schon mal zum Wüstenhaus begebt, beide. Ne, dass ihr eure Figuren schon mal da habt. Das wäre wichtig, dass Maurice mit dir zusammen zum Wüstenhaus geht, ihr da abspeichert und dass ihr da schon mal steht für morgen halt für das Fangspiel. Ne, das wäre nicht schlecht. So, wie gesagt, das ist das zweite Strandhaus. Ne, nur mit hier einer so einer Leiter, die nach oben geht. Zack. So, und jetzt werde ich mal schauen. Ich denke mal, ich werde jetzt hier... Ich werde jetzt hier die Kiste aufstellen. Ja, mal schauen, ob wir die hinstellen. Rechte Seite, linke Seite. Ja, mal gucken. So. Zack. Einplatzieren. Genau. So machen wir das. Alles klar. Das ist die erste Truhe. So, und da muss er das dann halt
Okay. Dann geht's mal weiter. Müsste ja jetzt laufen. Alles klar, muss ich noch einmal. Was war das? Hat er auf mich geschossen? Oh, keine Ahnung, was das war. So, dann geht's zum dritten Strandhaus. Ja, wir haben halt, klar, natürlich alle Wege halt ausgekundschaftet und haben halt auch dieses große Holzhaus gesucht, was es halt in Minecraft gibt, was halt standardmäßig eingebaut wurde. Und wir haben echt ewig gebraucht, um das zu finden. Und wir haben es ja dann gefunden, hatte ich auch schon erwähnt, und da habe ich dann halt auch eine Schiene gebaut. Und die reine Fahrzeit beträgt eine halbe Stunde. Ja, unfassbar. So. Das ist zum Beispiel auch so ein Gemeinschaftswerk, also Projekt von mir und meinem Sohn. Wie gesagt, ich habe die untere Hälfte gebaut und er hat oben drauf gebaut. Ne? Wie gesagt, da hier sollte halt auch noch irgendwie so ein Strandhaus noch hinkommen. Ja, was noch nicht so richtig fertig geworden ist. Und also quasi hier ist seine Etage halt hier, hier sind seine ganze Kisten. Das ist mittlerweile auch großartig nichts. Oh, Holz. Holz. Holz ist immer gut. So. Aber wir müssen nach oben. Ganz nach oben. So. Und weiter geht's. Weiter geht's. Schatz, ich habe bei Twitch wieder einen Zuschauer. Einer guckt zu. Treuer Zuschauer. Genau. Wer mag es sein? Ja, da habe ich halt hier auch so, wie gesagt, wollte ich halt so ein bisschen halt im oberen Bereich eine Schiene machen, wo man halt sich auch schön die Landschaften angucken kann. Wenn man hier ein bisschen rumfährt, hier mit dem Sumpf und alles und ja, macht einfach Lust, macht einfach Bock. Das Spiel ist einfach klasse, da gibt es nichts. Also da kann man sich schon stundenlang, kann man sich da beschäftigen und macht schon wirklich Freude. So, hier unten geht es runter und hier ist halt auch das erste Nebendorf, wo ich auf dem Rückweg dann nochmal Halt machen wollte. Aber ich fahre jetzt erstmal durch bis hinten hin, bis zum dritten Nebendorf. Und wir haben die Dörfer halt auch so weit eingezäunt, dass die Dorfbewohner halt großartig nicht mehr weg können. Und ja. Aber keins von den Dörfern läuft auch nur annähernd so heftig wie das erste Dorf, was wir haben. Was ich euch schon gezeigt habe, das ist wirklich unfassbar, wie das Dorf läuft. Und, aber hier, wie gesagt, das funktioniert halt auch. Kann man auch schön gucken hier. Ich gucke mal einmal runter, da brauche ich nicht gleich extra runterlatschen. Seht ihr ja auch schön hier am Wasser. Mal schön eingezäunt und das läuft auch schön. Sind zwar auch nicht so viele Dorfbewohner drin, ich glaube 4, 5 oder so, aber ja, läuft einfach. Genau, hier noch, da. So, fahren wir mal weiter.
Da hinten ist, glaube ich, ein Angreifturm von den Raubzügen, meine ich, da hinten. Wie findet ihr das mit den Raubzügen? Also ich finde das eigentlich ganz, ganz cool. Also wenn ich jetzt eine längere Zeit halt irgendwo mich aufhalte oder was, wie gesagt, dann merkt man halt schon, dass da halt vermehrt auch was kommt. Mit den Raubzügen finde ich echt nicht schlecht. Und, aber ich habe es halt auch schon gehabt, dass Raubzüge bei uns bei der großen Burg auch von meiner Frau waren. Und dann habe ich teilweise hab ich die Angreifer nicht gefunden. Also, genau. Richtig. Gerade noch dran gedacht. Die dürfen natürlich nachts auch nicht fehlen. Ja, und da das halt nun mal diese Welt komplett im Abenteuermodus erstellt wurde und man halt dann auch nachts gerne halt was bauen möchte und dann halt immer diese Geier hat, die einer fertig machen, ist das schon eine krasse Ablenkung. Und da bin ich auch selber halt schon 80 Mal, 180.000 Mal gestorben, irgendwo runtergefallen, weil ich es halt nicht mitgekriegt habe. Und das gehört dann halt zum Spielen dabei. Das erhöht natürlich den Reiz, weil klar, kreativ kann man natürlich auch sich richtig austoben, machen und tun. Hat dann halt auch keine Gegner, die einen stören. Kann in Ruhe bauen und fällt nicht runter und alles. Das ist schon echt nicht schlecht. Aber wenn man halt das alles so baut, vor allen Dingen auch diese großen Gebäude und alles und dann auch nachts und alles und wirklich alles ohne kreativ, ist das schon nicht schlecht und ganz schön Arbeit. Ja, zack, da kommt der nächste schon. Jo. So, jetzt fängt es schon wieder an zu ruckeln, weil mein Sohn halt immer noch oben seine andere Welt macht. Ja, ich habe ihm zwar gesagt, er soll halt nach 10 Minuten halt auch in unserer Welt ein bisschen was machen. Aber so sind die Kids halt nun mal, ne? Deswegen, am PC spielen macht halt mehr Spaß, ne? Den er halt dieses Jahr bekommen hat, sein Zockerzimmer da oben. Hatte ich ja auch schon vorgestellt, falls ihr das Video gesehen habt. Ansonsten guckt es euch gerne mal an. Ne? Einmal das Zockerzimmer von meinem Sohn und meine Keksdose, mein Mini Cooper hatte ich vorgestellt. Und wie gesagt, ja, eigentlich sollte er dieses Jahr auch noch gar kein PC bekommen, aber ja. Er hat halt so lieb gefragt und jetzt hat er, kann er da oben mit seinen, genau, jetzt kann er oben mit seinen ganzen Freunden, kann er machen und tun. Und das ist schon in Ordnung so. So. Okay. Das war gerade noch, ne, zack, auf einmal zieht er einem an zu zischen. Man weiß gar nicht so schnell, wo das herkommt. Und dann fliegt dir schon alles wieder um die Ohren. Vor allem, wenn du gerade was schön gebaut hast und hast das nicht vernünftig ausgeleuchtet. Ja, ne, dann stehst du da und so und kannst erstmal hier alles da, die ganzen Löcher wieder zukitten. Ist schon nervig, aber gut. Wow. Okay. So. Ja, wie gesagt, das ist halt das dritte Nebendorf.
Und in diese Richtung halt hier ist halt auch Ende sozusagen. Hier, da ist schon wieder der nächste, ey. Ah, komm schon. Zack. Also weiter sind wir halt in diese Richtung auch noch nicht gewesen. Jetzt, wenn es da geht, da ist, glaube ich, der letzte Außenposten, meine ich. Da haben wir halt immer halt als Orientierung haben wir halt immer diese, diese Säulen gemacht. Dass man halt auch immer wieder weiß, welche Richtung und wo man schon war und so. Und dass man halt auch wieder zurückfindet. Und ja, da oben sind sie, aber egal. Zack, gehen wir erstmal hier rein. Okay, ich brauche eigentlich noch eine Lederrüstung für morgen. Also eine Rose habe ich bereits. Die er dann halt anziehen kann. Ja, ja, ist ja gut. Das meine ich damit, ne? Das ist halt. Das ist schon ein klasse Spiel. Wie gesagt, viele kommen halt auf die Grafik nicht klar und sagen, oh, dieses Pixelige, aber das ist halt genau dieses Feeling von dem Spiel. Das hat man einfach. Heutzutage nicht mehr. Und wenn man halt damit halt groß geworden ist und kann sich noch gut an die Zeiten von damals erinnern, ja, wie das alles angefangen hat, auch das erste Videospiel war Atari, ja, das waren ja nur so ein paar Pixel, ja, hier Pitfall, dann Star Wars oder Pac-Man oder sowas. Ich bin da halt auch mit groß geworden und habe halt diesen ganzen Grafik, diese ganze Entwicklung klar natürlich mitgemacht. Ich meine, wie gesagt, wenn ihr halt auch in meinem Alter seid, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und es ist einfach einmalig, dass man halt diesen Pixel-Flair, dass man das gelassen hat. Und das macht dieses Spiel einfach so unfassbar gut. Und ich meine, es ist jetzt aber auch in den letzten Jahren, ist es aber auch wirklich viel überarbeitet worden und mit Updates und hier und da. Die sind zwar nicht immer alle gleich gut, die Updates gewesen. Aber wie gesagt, wenn ich mir überlege, wie ich angefangen habe in Minecraft und drei schöne Welten von uns halt kaputt gegangen sind. Und jetzt mittlerweile halt dadurch, dass es halt auch hier mit den Clouds und hier und da auf Servern abgelegt ist, braucht man sich da eigentlich auch keine Sorgen mehr machen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. So, ist das nicht toll? Ist das nicht ein tolles Bild? Jetzt die Sonne geht gerade auf, da das Dorf im Vordergrund und ja, einfach klasse. Einfach klasse. Wie gesagt, aber probiert es einfach selber mal aus. Kann ich euch nur ans Herz legen. Minecraft, wenn euch das erstmal das Fieber gepackt hat, dann lässt es euch auch nicht mehr los. Selbst meine Frau, wenn sie mal halt ein bisschen Zeit findet, spielt sehr, sehr gerne, bastelt an ihrer Mega-Burg rum und ist da ja auch zwei, dreimal schon runtergefallen oder dreimal und es macht einfach Spaß. So, euch bin ich schon mal wieder los, Gott sei Dank. Dann geht's mal wieder in die andere Richtung. Das ist halt auch so ein dieser Raubzugturm. Also wo ich natürlich auch sehr jetzt gespannt drauf bin, das ist dann halt, weil sie ja auch gerade dabei sind halt mit ihren Updates, dass die Welt halt vergrößert wird, eine andere Höhe, eine andere Tiefe und mit den Höhlensystemen dann und dann soll ja halt dann noch so ein schwerer Gegner dabei kommen,
der halt unten in den Höhlen ist. Worden nennt sich der. Und da habe ich auch schon was gesehen auf YouTube. Und der soll halt sehr, sehr schwer sein, halt ihn zu besiegen. Soll also richtig einem auch Schaden anrichten, wenn er einen kriegt. Also wenn man bei dem in der Nähe ist, soll man halt sneaken oder halt leise sich verhalten. Ansonsten wird er halt einen schon ziemlich schnell kriegen. Bin ich sehr gespannt drauf, ist eine Herausforderung. Und in der Vergangenheit habe ich halt auch selber sehr gerne halt gespielt auf schweren Stufen, jahrelang Call of Duty Veteran gespielt, diverse Star Wars Spiele und dann halt auch immer versucht, die schweren Erfolge zu kriegen. Aber ganz ehrlich, Leute, das kann man mal eine Zeit lang machen. Das ist auch ganz lustig, wenn man dann sagt, ihr guckt euch mal den Erfolg an. Den letzten richtig schweren Erfolg, den ich gemacht habe, das war halt, Moment, Ghost Recon. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, welcher Teil das jetzt war. Jedenfalls, da musste man im Dschungel halt als Bonusaufgabe, muss man den Predator halt besiegen. Und ja, das habe ich gemacht. Wie gesagt, andere haben sich da zu viert richtig schon einen abgebrochen und den habe ich mir alleine vorgenommen und habe ihn bekommen und habe dann halt diese Maske bekommen als Belohnung. Kann ich euch vielleicht dann auch bei Gelegenheit mal zeigen. Und dann fühlt man sich natürlich schon gut, ne? Wenn man das dann geschafft hat, so schwere Erfolge und oder Aufgaben oder jetzt hier Minecraft. Es gibt ja auch welche, die spielen Minecraft auch oft schwer und versuchen da halt nicht zu sterben, den Enderdrachen zu töten. Sowas wird natürlich immer gerne geguckt, das ist klar, logisch, ne? Das ist, das macht dann schon richtig Laune. So, dann flitzen wir mal noch einmal zu den anderen. Wenn ich schon mal dabei bin. Dann habe ich in diesem Video auch heute euch dann auf jeden Fall die ganze Welt soweit vorgestellt. Falls dann mal ein neues Projekt dabei kommt, dann kann man ja immer noch, wie gesagt, nochmal ein Video dranhängen. Aber dann habe ich euch unsere Welt, so wie sie jetzt ist, in drei Videos dann halt präsentiert. Und wie gesagt, schreibt, was ihr davon haltet. Ja, wie gesagt, Kritik nehme ich mir auch gerne an oder Verbesserungsvorschläge, wie auch immer. Gerne, wo man noch was machen kann oder was ihr so baut oder hier oder da hier. Wenn ich mir da hinten den Berg angucke oder was, da habe ich schon wieder tolle Ideen, wie ich da halt Fenster reinbaue und da halt ein schönes Wohnzimmer reinbaue und was weiß ich nicht alles und oben drauf halt auch drumherum einen Balkon mache mit Blumen drauf und was weiß ich. Also ich brauche mir das hier noch angucken und kriege schon wieder Lust, da mein nächstes Projekt reinzubauen, wenn ich mir die Berge da angucke. Deswegen, das ist schon klasse. Ja, hier so ein verlassenes Dorf, kennt ihr ja auch. Da kann man sich dann auch das eine oder andere Nützliche bei wegholen. Und ja, die Schiene, die ist auch noch nicht ganz fertig bis zum Dorf. Ein paar Meter muss ich noch laufen, aber wie gesagt, wir waren doch schon fleißig. Zack, genau. Da müssen wir noch ein paar Meters laufen. Und das ist dann heute auch mehr so. Hier haben wir auch eine Zeit lang was gemacht. Das ist so mehr das Dorf von meinem Sohnemann. Und hier haben wir uns auch lange aufgehalten, haben auch ein Netherportal errichtet. Und haben dann halt angefangen, Zombie-Dorfbewohner halt wieder zurück zu verwandeln. Und so haben wir dann halt auch quasi die Dörfer, halt auch das unser Hauptdorf wieder zum Leben erweckt, weil wir die Zombie-Dorfbewohner eingefangen haben und haben die dann halt mit Tränke, wie gesagt, bearbeitet und dann quasi halt mit goldenen Äpfeln halt wurden die dann halt wieder zurückverwandelt. Und so haben wir dann halt den Dörfern wieder Leben eingehaucht. Ja. Richtig, richtig toll. Aber ich glaube, hier ist auch nicht viel los in dem Dorf. Meine ich. 1, 2 sehe ich schon mal. 2, hier ist einer gewesen.
Ja, da ist einer gewesen. Das Dorf ist so, aber hier könnte man auf jeden Fall auch klar noch, noch mehr Dorfbewohner wieder reinbringen. Das ist kein Problem. Oh, ein Eisenkohlen, cool. Drei Dorfbewohner habe ich gezählt bis jetzt. So. Ah, drei oder vier sind es auch. So, genau, da haben wir dann auch mit den Bienen, wo das mit den Bienen losging, haben wir auch angefangen hier mit den Bienen. Auch echt ein cooles Feature. Macht auch richtig Laune. Und genau, habe ich mit meinem Sohnemann hier zusammen haben wir diese Hütte hier noch gebaut. Er hat den unteren Bereich hier, wie gesagt, ich hier oben dann noch. Und hier haben wir dann auch hier mit Tränken basteln und alles. Und er hat ja ein paar Katzen gezähmt. Ein paar ist gut. Überall sitzen die Katzen rum. Genau. Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. So. Ja. Also hier haben wir uns lange aufgehalten in dem Dorf. Aber dann sind wir halt irgendwann wieder zurückgewandert. Oh, sind sie am Handeln? Hier oben, ne? Glaube ich. Nee. Wollte ich nochmal mal kurz gucken gehen. Das hört sich eigentlich immer ganz gut an, wenn die das machen. Wenn es dann noch die richtige sind oder was und dann die Herzen kommen raus, dann zack, hat man dann neue Dorfbewohner. Jo. Ja, dich lassen wir mal in Ruhe. So. Genau. So haben wir halt mehrere Anlaufstellen, wo wir halt was machen können. Einfach mal woanders hinfahren und dann überlegen, machen wir hier noch was, machen wir da noch was. Wie gesagt, die Schiene wollte ich halt noch bis dahin führen. Dann könnte ich also durchaus dann halt auch den einen oder anderen Dorfbewohner noch hier rüberfahren, dass das Dorf halt auch wieder besser funktioniert. Das ist überhaupt kein Problem. Das kann man ruhig so machen. Sagen. Ich dachte schon, ich hätte meine Lore irgendwo stehen gelassen. Und es wird schon wieder dunkel. Auch schön diese Blumenwiesen teilweise. Hier ist auch eine schöne Blumenwiese. Finde ich richtig toll. Da werde ich bei Minecraft auch immer so ein bisschen zum Hobbygärtner und mache halt auch viel mit Pflanzen und Bäume machen und hier und da. Und das macht schon Laune. Das macht schon echt Laune. Zack. Schnitzel brauche ich jetzt gerade nicht. Nicht wirklich. So, dann fahren wir mal zurück. Ich denke mal, dass jetzt auch wieder die ganzen Geier kommen. Aber egal. So.
Auf geht's. Dann geht's jetzt wieder in die andere Richtung zurück, erstmal zu unserem Hauptdorf und von da aus halt zum schmalen Turm und zum Wüstenhaus, wo wir dann halt morgen dann die Session starten. Genau, meine Frau ist auch gerade beigetreten, dass wir halt da morgen halt das Fangspiel machen mit unserem Sohnemann, wie gesagt. Schaut euch das Video dann an, wenn ich es hochgeladen habe, oder ich weiß noch nicht, ob ich das auch bei Twitch streame, aber ich werde das Video auf jeden Fall klar auch auf YouTube hochladen. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch das auch anguckt und mir einen Daumen hinterlasst. Vielleicht habt ihr jetzt ja auch selber auch so ein bisschen halt Anregungen bekommen und sagt, oder was, oh, das ist aber nicht schlecht, oder was, oh, das könnte ich auch mal machen. Oder oh, ich gucke mir das Spiel auch selber jetzt mal an und zock das mal ein bisschen. Scheint ja doch ganz gut zu sein. So. Mein Schwager und mein Schwiegervater, die spielen halt wie sehr, sehr viel halt Diablo. Und das Spiel wollte ich eigentlich auch noch mal vorstellen. Muss ich mal gucken. Ich selber habe es halt auch noch nicht großartig gespielt, mal angetestet. Aber da ist halt auch der Funken noch nicht so übergesprungen. Aber so ist das einfach. Irgendwann dann fuckt das dann doch. Also ich bin jetzt nicht abgeneigt, das doch irgendwann nochmal mit Diablo anzutesten. Und da ich mit meinem Schwager ja auch schon wegen den Vogelspinnen halt dazu gegangen bin, was das Thema angeht oder was, kann ich ihn dann natürlich klar auch dann mal interviewen und dass er mal ein bisschen von Diablo erzählt und mir ein bisschen was zeigt für meinen Kanal. Ich denke mal, das werde ich dann auch mal machen. So, genau. Jetzt geht's wieder zurück. Ja. Ja, ja. Einfach mal schießen. Ab und zu trifft man sie ja. Ansonsten jetzt, wie gesagt, also ich finde das so jetzt mit der Handykamera gar nicht mal schlecht. Ich gucke mir das Twitch-Video dann natürlich auch an, wie das geworden ist. Aber ich werde das dann erstmal so stehen lassen. Wie gesagt, ich finde das jetzt mit der Handykamera echt wirklich ganz gut. Ich habe die hier aufgestellt, ein bisschen fixiert, dass sie nicht umfällt. Und von der Qualität her finde ich das eigentlich ganz in Ordnung. Wie gesagt, ich kann mir jetzt auch momentan noch keine GoPro leisten. Die muss noch ein bisschen warten. Und wie gesagt, verbessern kann man sich dann ja immer. Auch wenn ich mir überlege, ich habe schon mal was in 4K. Also das Handy kann auch 4K. Das ist nicht das Problem. Und ich habe dann auch schon mal in 4K was hochgeladen, aber das dauert natürlich schon ewig, ne? Wenn man da Videos in 4K bearbeitet und dann bei YouTube hochlädt oder was, da geht schon wirklich sehr, sehr viel Zeit drauf. Ja gut, man muss da nicht die ganze Zeit bei sitzen bleiben. Und man kann das dann auch einfach laufen lassen, aber wie gesagt, ich werde so zwischendurch vielleicht mal ein 4K-Video mal wieder erstellen. Aber ich finde jetzt die 1000, also die 1080p, die ich jetzt hier habe, erstmal völlig ausreichend. Ich finde, dass das eigentlich ganz gut klappt. Ja, ja, er verfolgt mich schon die ganze Zeit. Er verfolgt mich schon die ganze Zeit so. Genau, ich muss auch die beiden Kisten noch platzieren. So. Das linke Gebäude ist halt auch so ein, was meine Frau angefangen hatte.
Ja, genau. Aber hier machen wir eigentlich großartig gar nichts mehr. Oh. Creeper. So. Die sind ja auch relativ neu jetzt, die Tintenfische, die halt leuchten. Finde ich eigentlich auch ganz, ganz nett. Und dann gibt es auch so neue Unterwasserlebewesen, die einem sogar helfen. Und das ist eigentlich auch ganz nett. Auch unter Wasser, wie es, kann man auch sehr, sehr viel entdecken und Schätze finden. Und das ist schon auch ganz interessant, wenn man dann natürlich hier auf der Rüstung halt hier hat. Auf dem Helm hier die Atmung 3, dass man halt auch länger unter Wasser bleiben kann, dann ist das schon ganz hilfreich. Dann macht das auch Spaß, da im Wasser so ein bisschen rumzutauchen und hat dann nicht so einen Zeitdruck, dass man schnell wieder auftauchen muss. Das ist dann schon nicht schlecht. Zack, ja Wolle. Ich hab dich skelettiert. Ja. Ja, komm. Na, bist du vor Bambus geflogen? So. So, wie gesagt, jetzt sind wir wieder halt beim Hauptdorf, was ich ja auch schon euch vorgestellt hatte. Dann fahren wir auch gleich weiter. Muss ich euch ja jetzt nicht nochmal vorstellen. Wo sehen? Da ist sie. Halt, warte auf mich. Ja, toll. Hallo? So, jetzt. So, sind wir, wie gesagt. Sind wir jetzt bei der Hof von meiner Frau angekommen. Was so?
So, da sind wir wieder bei meiner ersten Burg. Jetzt wollte ich da mal eben ganz schnell nach oben hin, da wollte ich nämlich die zweite Kiste aufstellen. Ganz wichtig. Aber ich gehe mal einmal kurz hier rein. Jetzt sage ich, ich muss mal eben einmal meinen Sohn kurz eine Dingstelle hier. Moment, ich muss den mal einmal kurz anchecken. Einladen, Moment. Einmal zur Party einladen. Ich muss mal einmal kurz mit ihm quatschen. Mit ihm fragen, wo er gerade ist, wo er gerade rumläuft. Autsch, autsch. So. So, müsste eigentlich jetzt da sein. Maurice? Hallo? Was geht? Ich wollte dich fragen, wo bist du gerade mit Mama? Seid ihr schon da? Maurice, ist beim Wüstenhaus eine Enderkiste? Wie, ist da keine Enderkiste? Bist du sicher? Ganz sicher. Ja, weil da muss ich einen gleich mitbringen. Ich bin jetzt gerade noch beim großen Turm. Weil ihr müsst ja eure Sachen ablegen, ne? Sonst wird das ja nichts. Ne? So. Maurice, du musst das Mikro ein bisschen anders machen. Ein bisschen unterhalb der Nase, dann ist das besser. Ja, also da ist keine Enderkiste. Oh, Das ist jetzt aber blöd. Ja, schön, aber ihr habt eure ganzen Sachen jetzt mit, ne? Ja, das ist jetzt blöd, weil das habe ich jetzt auch. Ja, aber wenn ihr die Sachen jetzt alle da reinpackt und wir fahren jetzt bis zum Dschungel, ja, dann müsst ihr euch die Sachen alle vom Wüstenhaus ja wiederholen. Oder du stellst da halt noch eine Kiste auf, wo alles reinkommt. Und die nächste Session, die wir machen, Maurice, ist dann halt vom Dschungel wieder zurück zum Wüstenhaus. Das kann man auch machen, weil ich habe jetzt auch keine Enderkiste gerade da. Ne? Verstehst du, was ich meine? So, dann stell da mal drei Kisten bitte auf. Oder vier. Eine für dich, eine für Mama, für Silas und für mich. Also vier Kisten. Ja, dann mach die halt leer. Dann macht er halt. Ist egal. Du hast ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Kannst dann mit Mama noch ein bisschen da machen. Ne? Machst du Kisten, machst Schilder drüber. So, dann können wir alle unsere Sachen da rein tun. Ne? Ja, genau. Dann mach die Kisten leer und stell die nebeneinander auf. Super, okay. So, dann kann man aber trotzdem bei der nächsten Runde, um das halt zu verbessern, kann man dann ja immer noch eine Enderkiste dahin bringen. Ne? Ich dachte, da wäre eine. Ist da echt keine? Auch nicht oben, weil du hast da oben doch auch noch so einen Raum, ne? Oder nicht? Guck mal das ganze Wüstenhaus nach. Da stehen nur Betten. Fisch, ja, und Pfeil und Bogen, ne? Habt ihr auch noch nicht mitgenommen, ne? Ja. Ja.
Ja, ihr braucht aber trotzdem, also ja. Wie gesagt, bleibt mal jetzt da. Wie gesagt, ich weiß ja jetzt nicht. Ich bin halt hier noch. So, ich bin jetzt hier ganz oben. Ich stelle jetzt gerade die zweite Kiste auf, Maurice. Ne? Ich mache ja auch gerade noch das Video halt. Und so, jetzt wollte ich halt hier die zweite Kiste aufstellen. Ja, dann kann ich es jetzt nicht ändern, aber dann haltet euch da noch ein bisschen auf. Kannst Mama ja die Schlucht mal zeigen. Und ja, oder Maurice, oder du fährst noch mal zurück und guckst halt noch mal, ne, wegen Pfeil und Bogen und was zu essen. Und guckst noch mal nachher in der Kiste, weil ich brauche auch noch einen Moment, bis ich da bin. Ne? Ja, sonst, ja, das muss ja sonst auch morgen funktionieren, Maurice. Alles, ne? Das muss ja auch alles passen. So, da kannst du mir jetzt bei helfen, oder nicht? So, hast ja jetzt gerade auch nichts anderes vor, oder? So, genau. Also, von mir aus nimm die Mama mit. Ne? Sonst hol irgendwo anders eine Enderkiste weg oder hol noch Pfeil und Bogen für euch. Für sie das am besten auch gleich mit. Ne? Pfeile und Bögen, wie gesagt, und ist alles in der Dings, in der Battle Arena. Und dass das dann halt da ist und dass ihr ausgerüstet seid, weil das, sonst bringt das ja morgen nichts. Ja. Ne? Okay, Maurice, du kannst auch, wenn du willst, erstmal wieder außer. Oder hast du noch eine Frage? Ja. Okay. Ja gut, dann kannst du ja erstmal aus der Lobby wieder rausgehen. Ne? Ich werde halt weiter die Welt hier vorstellen erstmal. Und ne? Ich hoffe mal, dass das dann morgen auch funktioniert. Alles klar. Ja, bis später. Ciao. So, wie ihr seht, ist das alles halt nicht so einfach und man muss ja auch genau überlegen, wie man das halt alles macht, damit das dann halt morgen auch klappt mit unserem Fangspiel. So. Jawohl. Ah, der Sprung klappt aber auch wunderbar. Also, da gibt es ja nichts. So, wie gesagt, jetzt habe ich halt hier noch eine Kiste. Die habe ich halt auch aufgestellt. Aber ist ja auch kein Problem. Das soll wohl irgendwie funktionieren. Nobody is perfect. Weil wir jetzt von den Sachen, die wir dann morgen brauchen, eigentlich soll mein Sohnemann halt nur so eine Lederrüstung anhaben. Hm. Halt Pfeil und Bogen. Und was zu essen, mehr nicht. Rüstung alles ablegen, damit die halt dann auch nicht verloren geht. Und dann geht das los. So ist jetzt der Plan. Jetzt fahren wir gerade halt zum schmalen Turm, so nennen wir den. Da wollte ich halt die nächste Kiste halt aufstellen. Und dann geht es halt weiter zum Wüstenhaus. Ja,
Und dann habe ich auch die Welt auf jeden Fall vorgestellt. Soweit. Und ich hoffe mal, dass das dann morgen auch klappt, was wir da vorhaben mit dem Fangspiel. Aber ich denke mal schon. Ja, es wird schon klappen. Man merkt halt bei meinem Sohnemann halt, dass er halt lieber halt klar am PC spielt und da lieber halt sich mit seinem Kumpels da wegschnetzelt. Und der hat aber auch über den PC halt auch noch eine andere Welt erstellt, wo er natürlich auch sehr gerne zugange ist. Und das merkt man dann halt schon, dass er halt da lieber spielt und macht und tut und aber kein Problem. So. Der schmale Turm. Ich würde sagen, ich mache mal eben ganz kurz auf Pause, damit ihr keinen Drehwurm kriegt, weil das ist die Treppe, die ist ziemlich eng bis oben hin und ich melde mich dann gleich nochmal zurück, wenn ich oben bin. Sonst wird euch vielleicht sonst noch schwindelig, wenn ich da jetzt hochlaufe. Mal einen Moment, ich muss mal kurz gucken. So, genau. Muss man überlegen. Ich glaube, also wenn da oben jetzt auch eine Enderkiste ist, dann nehme ich eine Enderkiste auf jeden Fall mit. So, ich mache mal ganz kurz auf Pause und melde mich gleich wieder, wenn ich oben bin. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Ich habe gerade noch mal mit meinem Sohnemann gequatscht, noch ein bisschen halt wegen morgen. So, erstmal hier ist ein Bett. Zack. So. Genau, das ist der schmale Turm. Und ja, mal gucken, hier geht es sogar noch höher. Keine Ahnung, was da noch ist da oben. Ich war auch schon lange nicht mehr hier oben. Ah, so, okay, alles klar. Mal gucken. Okay. Ganz oben. So, ganz oben sind wir. Dann werde ich mal gleich hier die Kiste aufstellen. Macht Sinn. Die letzte Kiste für morgen. So, Moment. Zack. Mal aufstellen hier. Zack. So, dann nehmen das Glas da. Wo ist das Glas? Da ist das Glas. So, dann kommt das Glas da rein. Und fertig. So, Kissen sind aufgebaut. Wenn er dann hier oben ist, dann kann er halt überlegen, weil wir verfolgen ihn ja auch, wie er dann halt wieder abhaut. Ne? So. Natürlich, beste Möglichkeit ist erstmal hier rein. Ne? Hier habe ich auch die ganzen Fische, habe ich hier nach oben gebracht. Aber wie gesagt, alles hier mit Wasser, hier oben, alles so wie so ein Privatpool. Und das wollte ich eigentlich noch mal gucken, aber hier oben ist keine Endertruhe. Ja, und dann kann er halt, damit er schnell wegkommt, ja, hier genau. Hier ist quasi der Sprungturm. So, ich teste das jetzt mal an. Und wenn ich kaputt gehe, dann liegen meine ganzen Sachen da. Nein! Habt ihr gesehen? Nein! Meine ganzen Sachen. Meine ganzen Sachen. Das war nicht gut. Nein, jetzt muss ich sehen, dass ich da schnell hinkomme. Nein, 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 nein. Meine ganzen Sachen. Wo ist der? Da ist er. Schnell, 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 schnell. Und ich bin am Twitchen. Auch noch. So, oh, alle weg. Und ich hatte auch schon über 40. Na toll, super. Hopp. Und schon wieder. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, das kann nicht wahr sein jetzt. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Meine Sachen, meine guten Sachen. Ja, so ist das bei dem Spiel. Jetzt werde ich selber gerade ein bisschen nervös. Und ihr seid live dabei. Na, 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 na. Jawohl, ich bin unten. So, wo sind meine Klamotten? Meine Klamotten, da sind sie alle, meine Sachen.
Hau ab, Mann. Lass mich in Ruhe. Weg. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Oh nein, nein. Wo ist er, Blödmann? Nein, 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 das ist nicht gut. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Meine ganzen Sachen liegen da oben, ey. Warte, Moment. Oh, ich muss da hoch, ich muss da hoch. Meine ganzen Sachen sind da. Jetzt werde ich nervös, jetzt werde ich nervös. Ah, oh, nein. Meine gute Rüstung, alles. So. Schaufel. Komm schon. Da. Ja, 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 ja. Meine ganzen Sachen. So. Hier Sachen wegschmeißen. Ich muss erstmal den Blödmann hier töten. Wo ist er? Da. So. Oh, jetzt erstmal gucken hier. Meine Rüstung. Das kommt raus. Hose, Schuhe. So, Schwert ist da. Schwert ist da. Spitzhacke ist da. Bogen ist da. Alles da. Boah. 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 Habt ihr gesehen? Ja, das gehört da halt auch zu. Ne? Das war jetzt halt so auch nicht geplant. Habe ich mich auch zu sicher gefühlt. Jetzt muss ich halt sehen, dass ich meine wichtigen Sachen wieder einsammle. So, jetzt geht mir das gerade hier ein bisschen auf den Keks hier mit dem Wasser. Ich komme ja leider nicht weg. Ja, ist gut. So. Was brauche ich denn nicht? Moment. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Knochen brauche ich nicht. Kartoffeln kommen dahin. Der Bogen kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So, das. Moment. Feuerwiderstand, der ist ganz wichtig. Regeneration. Trank der Heilung. So, dann habe ich das auch schon mal wieder. So. Moment, mein Schwert. Mein Schwert kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Die Lore kommt wieder dahin. Puh. Leute, das war jetzt spannend. Das ist aber, oh, jetzt ist mein Herz aber echt ein bisschen am Flattern gewesen. Und ja. Ne? Gut, dass ich oben halt Respawn-Punkt gemacht habe. Weil sonst hätte ich jetzt echt ein Problem gehabt. Und zwar, wenn ich jetzt dann wieder im Dschungel gewesen wäre, dann hätte ich das gar nicht mehr geschafft bis dahin. Also, dass ich halt meine Klamotten alle wieder kriege, das hätte ich nicht geschafft. Dann hätte ich meinen Sohn schnell anchecken müssen, dass er halt ganz schnell hier hinfährt, weil er ist eigentlich in der Nähe gerade. Und dass ich meine Sachen wieder kriege. Ja, das war jetzt... das war jetzt echt spannend. Ist ja nochmal gut gegangen. So, ich habe alles. Wie gesagt, meine Rüstung ist noch da. Und was ist das für ein Trank? Wasseratmung. Okay, alles klar, kann man machen. So. Die Kiste ist oben aufgestellt. Die ist oben. Und dann bin ich einfach hier mal ein bisschen falsch geflogen. So, Lore habe ich auch. Ja, das war jetzt was. Also das war jetzt richtig. Muss ich erstmal, ja. Ich glaube, ich brauche ja erstmal einen Kaffee. Ich trinke ja erstmal einen Kaffee. So, ich werde euch jetzt erstmal noch den Rest vorstellen. Und durchatmen. Und ja, wenn man solche Todessprünge macht, dann muss man auch damit rechnen, dass man aufklatscht. So. Das ist der Turm und ja, geil. Ne? Hinterlasst einen Daumen für diese Aktion. Abonniert mich, wie gesagt. Also, ne, ich mache zwischendurch nur so einen Scheiß. Und das kann man sich doch auf jeden Fall gut angucken, denke ich mal. Das war jetzt schon eine geile Aktion. Oh, Leder. Leder, 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 Leder.
Für eine Dings, genau. Ich muss noch ein paar Kühe. Müsste ich eigentlich noch wegmachen. Damit mein Sohn seine Lederrüstung bekommt. Und ein bisschen Schutz hat. Ich guck mal, wenn hier irgendwo eine Kuh rumläuft, ob ich dann nochmal eben Abstecher mache, weil in der Wüste rennen eigentlich nicht so viele Kühe rum. Ich schaue einfach mal. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Leder ich brauche, aber falls ich jetzt unterwegs noch eine Kuh sehe, nehme ich die natürlich mit. Und jawohl. Boah. Was eine geile Aktion, ey. Also wir sind jetzt auf dem Weg zum Wüstenhaus und ja, dann habe ich in 3 Videos habe ich jetzt unsere Familienwelt gepackt. Und alles andere, wie gesagt, mal gucken, wenn wir da mal wieder was machen oder halt dieses Fangspielen jetzt machen. Aber so habt ihr jetzt auf jeden Fall alles, was wir so hier machen in unserer Welt und gebaut haben bis dato, seid ihr dann auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. So, wenn man Kühe braucht, findet man keine, ne? Dann sind sie alle weg. Komischerweise, dann sind sie alle weg. Dann sind sie alle weg. Zumindest habe ich auf Twitch einen treuen Zuschauer gerade, der die ganze Zeit, ich wink auch nochmal, der die ganze Zeit am gucken ist, finde ich cool. So, ein Schaf. Ja, keine Kuh. Keine Kuh. Weit und breit keine, doch, da ist eine Kuh. Halt, Moment, ich habe gesagt, ich wollte mal eben kurz gucken. Ich weiß auch nicht, wie viel ich für seine Lederrüstung brauche. So. Was ist jetzt gerade passiert? Okay, jetzt habe ich das Gefühl, dass gleich... Ich gehe mal einmal raus. Ich gehe mal einmal raus. Weil ich habe das Gefühl, dass... unsere Welt gleich abstürzt. Meinem Sohn Bescheid geben. Einen Moment. So, zack. Moment, einladen. Party einladen. Muss ich mal ihm sagen, dass er die Welt noch mal einmal neu startet. Ja. Gucken, ob er es mitbekommen hat jetzt. Da ist er. Maurice. Kann Mama und du, könnt ihr mal einmal kurz abspeichern und dann machst du die Welt nochmal neu. Hast du nochmal neu gestartet, die Welt? Ne, speichert mal ab und startet die Welt nochmal neu, weil die gerade bei mir gehakt hat und nichts mehr ging. Ist sie im Wüstenhaus? Ja, genau, dann kann sie ja schon wieder rausgehen. Tust du dann die Welt nochmal einmal neu starten, bitte? Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. So, okay. Dann warte ich mal eben kurz. Einmal kurz warten. Dann müsste es eigentlich dann sofort weitergehen. So langsam macht sich auch Hunger wieder breit. Wieso steht hier Schach das Königsspiel? Was ist das denn für ein Blödsinn?
Ach, ich habe das nicht umgestellt. Mann. Ja, da steht die ganze Zeit Schach das Königsspiel. Oh, da muss man auch an alles denken, ey. So, ich spiele auch Minecraft, ey. Ja, dann ist auch klar. Oh Mann. Die halten mich bestimmt alle für. Wieso steht der Schach? Ich spiele doch Minecraft. Aber könnte mir auch mal einer im Chat sagen, ne? Dass ich das ändere. Macht natürlich auch keiner, ne? Minecraft. So. Wie. Wahl. So, das habe ich geschrieben, hoffe ich mal. Survival. Okay. Minecraft Survival. Ja. Okay. Alles klar. Da stand die ganze Zeit jetzt Schach, ey. Echt? Stand die ganze Zeit jetzt noch von vom Schach, wo ich Schach gestreamt habe. Okay. Egal. Was soll's. So. Kommt. Zack. Einmal wieder rein. Ich bin ja gleich da. Und dann haben wir das Video auch soweit in der Tasche. Ach. Okay. Jetzt sieht man mich auch. Jetzt sehe ich mich auch wieder. Oh Mann, Technik, die begeistert. Wie gesagt, Entschuldigung. Mein Fehler. Wie gesagt, ich spiele kein Schach, ich spiele Minecraft. Ich habe es auch gerade gemerkt. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wo ist meine Schiene hin. Einen Moment. Einen Moment. Ich muss mal eben kurz schauen. So, wie viel Leder habe ich denn da? Zwei? Zwei nur. Ach ja, die Kuh konnte ich ja gerade nicht umhauen. Ja. Und wo ist meine Lore? Da steht sie doch. Ich find's witzig. Ja. Vielleicht hätte ich jetzt schon 20 Zuschauer gehabt. Ne? Vielleicht haben wir auf dem Samstagmorgen einfach alle noch keine Lust auf Schach gucken. Und ja. Minecraft Survival, ja, jetzt steht's da, dick und fett. Okay, ist auch nicht mehr weit. Oh, die sind blöd. Oh, Eisbären. Das ist auch lustig, wenn die dann Junge haben, Eisbären, wie gesagt, die verfolgen einen dann auch. Und Schatz, hast du gerade mitbekommen? Ja. Bin zweimal runtergeklatscht, ne? Meine ganzen Klamotten haben da gelegen. Und gut, dass ich beim schmalen Turm gespeichert hatte. Ja, dass ich, ne? Und dann bin ich nochmal wieder aufgeklatscht und dann nochmal. Und dann habe ich meine Sachen wieder bekommen. Alles, ja. Alles schön aufgenommen. So, und dann habe ich jetzt gerade geguckt hier bei Twitch, gucke ich die ganze Zeit, also mein Livestream hieß noch Schach, das Königsspiel. Und ich gucke so, ich so, was ist das denn? Und dann habe ich das gerade umbenannt in Minecraft Survival. Ach so. So, und jetzt kann ich mich auch sehen da auf der Kamera. Wir sind auch schnell zu dir gedüst, weil wir dachten, dass wir dir helfen können. Ach so, ja, ich hätte mich aber gemeldet bei Maurice. Wieso, hat Maurice, oh, Papa ist kaputt gegangen. Ja? Ja, sicherlich. Alles gut. Ne, ich bin jetzt auch beim Wüstenhaus. Ich bin gerade angekommen. So, okay, alles klar. Das wird der Maurice sein. Okay. Ich denke mal, dass das die Kisten sind. Keine Ahnung. Ne, das sind die nicht. Moment. Schatz, wo hat er denn die Kisten hingestellt, die vier?
Hier, an der Tür. Ja, hat er. Ja. Hast du alle Sachen schon abgelegt? Ja. Hast du, ne? Außer das Schwert. Okay, alles klar, gut. So, da steht er. Er muss dann natürlich klar seine Sachen auch noch ablegen. Und okay, dann mache ich das jetzt auch mal. Muss mal kurz schauen, was ich nicht mehr brauche. So, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Was brauche ich denn nicht? Ja, Leder, wie gesagt, ist ja jetzt großartig nichts. Hier ist noch Leder. Ich guck mal gerade. Mal eben kurz schauen, ob ich noch ein bisschen Leder finde. Wo ist denn die Dingskiste? Moment, da hinten. Leder. Also was ich noch machen kann, ist auf jeden Fall ein Dings. So, dafür brauche ich, da brauche ich so viel Leder für. Zumindestens kann ich ihm, zumindestens schmeiße ich ihm mal, so, dann hat er wenigstens das schon mal. Hat er wenigstens eine Mütze auf. Und mehr habe ich jetzt, ja, habe ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Aber muss reichen. Fürs erste Fangspiel muss das reichen jetzt. Ne, Schatz? Ja. So, dann lege ich mal alles ab. Beim nächsten Mal hole ich auch eine Enderkiste hier hin. Ich wusste echt gar nicht, dass wir hier keine mehr haben, ey. So, die Kiste reicht für mich gar nicht. Moment, da muss ich mal kurz schauen, da muss ich noch eine. Die reicht für mich gar nicht, die Kiste. Für meine Sachen. So, muss ich mal kurz gucken. So, jetzt habe ich eine große Kiste. Jetzt kriege ich meine Sachen da alle gar nicht rein. So, Fisch behalte ich, ist klar. So, einen Bogen. So, einen Bogen habe ich. Pfeile, normal. Pfeile, ganz wichtig für morgen. Ach, ich habe noch eine Waffe für ihn. Und zwar, damit er nicht so stark ist, habe ich ihm noch eine Dings besorgt. Eine Holz-Dings. Hier für die Felder halt, das Teil. Komme gerade auf den Namen nicht. So, okay. Dann müssen wir mal schauen. Also. Dann muss ich noch nur noch die Rüstung ablegen. So, dann kann die auch da in die Kiste rein. Zack, 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 zack. Rüstung ist auch weg. So, okay. Dann gehe ich mal einmal oben hin. Einmal speichern. Ne? Alles klar. So, einen Moment. Ja, meine lieben Freunde, das war das dritte Video halt von unserer Familienwelt. Die Vorstellung und ja, ich hoffe, dass ihr halt euch das Video auch anschaut, wenn wir halt morgen die Fangspiel-Session machen. Ich denke mal, das wird richtig lustig werden und freue ich mich auch schon drauf. Ja, ansonsten schreibt, was ihr davon haltet, wie gesagt. Und dann wünsche ich euch erstmal auch noch ein schönes Wochenende. Wetter sieht ja gerade nicht so toll aus, aber egal. Ne? Gegen schlechte Kleidung gibt es ja auch Klamotten zum Anziehen. Und wir werden heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen rausgehen. Ja, ne, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.